Ich glaube, jetzt nehme ich mal. Du darfst heute zum ersten Mal diesen Weg nehmen. Toll, ich weiß. Kurzen Weg. Auch noch von Jan am letzten Tag. Ja, genau. Und dann. Und wenn ihr das vielleicht tatsächlich irgendwie bei Social Media teilen solltet, lasst bitte ganz Deutschland, Europa und die Welt teilhaben mit dem Hashtag SDWHH90. So, Felix, so schnell warst du ja noch nie an diesem Platz. Ja, ich bin jetzt völlig verwundert. Das ging jetzt viel zu schnell. So. Wir können jetzt starten. Das heißt, Felix, du solltest jetzt den Ballon in die Hand nehmen. Aber runterzählen lassen wir wieder das Publikum, ne? Ja, genau. Das war so, du behältst in der Hand und das Publikum zählt dann Countdown runter. Aber wir machen jetzt schon mal die erste Stufe, nämlich den Ballon freilassen. Also hier oben die Abdeckung weg. Ja. Und jetzt kommt der Ta-ta-ta-ta magisch nach oben. Noch nicht loslassen, ne, Felix? Auf genau. Keinen Fall loslassen. Gut festhalten. Ah, ich weiß, du bist ein Profi. Ja, ne? Ja, da kann man schon, ne, das zieht so ein bisschen was zum Workout, ist durchaus so eine Radiosonde auch geeignet. Gut, so, ihr seid startklar. Dann würde ich sagen, wir starten mit der Nummer 3. Ich sag dir und dann sagt ihr in einem schönen, klangvollen Takt runter bis 0. Felix, 0 ist deine Zahl. Und ich sag 3. Dann vergessen immer alle zu klatschen an der Stelle. Ja, das ist wunderbar. So, jeder soll einfach nur staunen und das. Das klatscht immer auch so schwer, wenn du mit der anderen Hand ein Handy in der Hand hältst. Das ist wirklich schwierig. Sehr schön. Ja, jetzt fliegt dieser Ballon mit. Guck mal, wie gut wir ihn heute sehen können, Felix. Ja, das ist toll. Das ist einfach der Vorteil von blauem Himmel. Also so ein weißer Ballon auf weißem Himmel, das macht sich nicht gut. Aber das weiß unsere Fotografin vom ersten Tag. Ja. Und wären wir in der Truman Show, wäre jetzt Schluss. Ja, ich sehe schon, das gibt jetzt eine harte Konkurrenz. Wenn wir wieder zurückkämen auf die Bühne, dann wissen wir nicht, in welche Richtung sie sich wenden sollen.